herzlich willkommen zur LS19 Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado und dem Tiger Farm. Hallo. 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 So, heute macht ihr wieder zusammen euer Ding. Ich hatte gestern den Lohnunternehmer. Und ich wünsche euch viel Spaß und bis später. Tschüss. Bis später. Tschüss. So. Der Lohnunternehmer hatte uns hier dankbarerweise für 250 Öcken den Schwader überlassen, also zum Gebrauch. Das heißt, wir können dann einfach hier weiter schwaden und die Vorbereitung für die Ballen treffen. Das ist sehr geschickt, spart uns einiges an Geld. Außerdem wollten wir eigentlich noch... Ich muss kurz drüben das Feld tun, bevor wir nachher das Feld zerstören. Ich muss erstmal austesten, ob das mit der Bereifung hier funktioniert oder nicht. So, ich denke, es war sehr produktiv, was wir gestern gemacht haben, dass wir hier gleichzeitig geschwadet und gemäht haben. Ich denke, morgen werde ich dem Helfer den Auftrag geben, die Wiese noch zu mähen. Und wir werden gleichzeitig Ballen pressen. Das ist zumindest der Plan. Gleich fertig hier, dann können wir düngen gehen. Moment, ich kann vielleicht da oben noch kurz weg. Straße noch entlang fahren. Varuna, ich bin mal kurz da. Und zwar, ich hatte letztens mal eine Folge von irgendeinem YouTuber gesehen, der hatte irgendwie davor einen Livestream gemacht und da wurde dem gesagt, dass es doch was bringt, je höher die Erntereife ist. Also wenn das also auf Erntestufe 1 ist, dann bringt das halt nicht so viel Ertrag, wie als wäre das auf Erntestufe 3 oder so. Das heißt, sie teilen gerade Secrets mit mir. Ja, sogar. Okay. Gut, dann bedanke ich mich dafür. Ich bin ja fair, ja. Ja, vielen Dank für die Info. Und dann... Geh ich mal wieder hoch. Danke, wenn ich einen Tipp habe, dann werde ich ihn auch mit Ihnen teilen. Mit dir. Okay, mach du das. Ciao. Tschüss. Das ist eine wichtige Info, weil ich hatte ja von Anfang an gesagt, es bringt was, wenn man auf Erntereife 3 erst erntet und nicht schon früher. Hatte das Lohnunternehmen da drüben eigentlich alles schon geschwadet oder nicht? Und irgendjemand im Livestream hat gesagt, nee, das bringt gar nichts. Jetzt haben wir wieder eine andere Meinung. Halt immer die Frage, auf wen man hören mag. So, ich habe jetzt kurz mal getestet, das Feld geht leider doch schon kaputt, wenn wir da düngen wollen mit der Bereifung hier. Deshalb wird man das natürlich nicht machen. Aber ich muss eigentlich düngen. Das heißt, eigentlich müssen wir uns einen Traktor mieten.
müssen sowieso die Ballenpresse auch noch holen. Aber ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit und müssen nicht sofort düngen. Deshalb mache ich mir da jetzt auch gar keinen Stress. So, der Schwader ist auch nicht so groß, aber der läuft trotzdem ziemlich gut. Es ist krass, wie so die Meinungen auseinandergehen. Mit so einer Info vom Ernten. Glaube ich, auf der Seite schon alles. Oder da hinten war er auch schon, ja. Dann haben wir auf der Seite alles geschwadet. Ah, da drüben fällt noch ein Stück. Vielleicht können wir sogar das Feld sauber machen. Also die Schafweite. Lol, das geht wirklich. Wir können die Schafe mit dem Schwader sauber machen. Das ist cool. Das ist gut zu wissen. Also macht man normal natürlich nicht, aber. Ich denke wirklich, dass wir noch genügend Zeit haben, erst zu schwaden und dann so in 2 Minuten oder so holen wir uns unten eine Ballenpresse und einen Traktor. Dann haben wir noch genug Zeit, das Fahrzeug hier hochzufahren und in der nächsten Folge dann ich bin gerade am Überlegen, muss dann der Lohnunternehmer überhaupt ein Fahrzeug mitbringen? Und wenn er kein Fahrzeug mitbringt, also wir haben uns ja vorhin schon einmal die Anfahrt gespart, indem wir gesagt haben, hier nehmen Sie den und ich den. Das hat uns schon mal 100 Euro gespart. Was denn vorhin? Gestern. Nein, ganz ehrlich, wir nehmen natürlich an einem Tag mehrere Folgen auf, beziehungsweise alle Folgen der Woche, um einfach das auch ein bisschen unter einen Hut kriegen zu können. Uns für jeden Tag 3 Leute zusammen zu trommeln, das wäre manchmal einfach ein bisschen schwer. Und nicht so einfach umzusetzen. Deshalb ist es bei so einem Projekt am einfachsten, einen Aufnahmetag in der Woche zu machen. Das ist unser Samstag. Und dann lügt das. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Was hatte ich gesagt, was wir in der nächsten Folge machen?
Der Lohnunternehmer soll mähen und schwaden, genau. Ich glaube wirklich, dass der ziemlich viel Geld machen wird. Der Lohnunternehmer soll mähen und schwaden und wir werden dann erstmal düngen. Genau, düngen und Ballen pressen. Das heißt, der braucht wirklich kein eigenes Equipment. Das ist gut. Können wir uns nochmal 100 Euro oder so sparen. Ich bin mal gespannt, wie wir wirklich abschneiden in diesem Projekt. Oh. Was ist denn hier los? Jetzt schlägt's. Alter. Machen wir mal Speedplayer hier. Hat wohl irgendeiner irgendwas gekauft. So, dann noch einmal hin und einmal her, so ungefähr. Sehr schön. Dann werde ich ihm gerade den Schwademann noch hochstellen. Oder das kann er selber machen. Ich stelle ihm den Schwader hier hin. Und hole mir gerade mal noch das Mähwerk. Dann kann er gerade in den Case reinhüppen. Und in den Case reinhüpfen und das Mähwerk selber runterfahren. Weil wir müssen uns jetzt noch um zwei Leihgegenstände kümmern. So. Bin mal gespannt, wie viel Ballen das gibt. Außerdem brauchen wir ja noch den Ballentechnik, den Ladewagen. Moment. Klopf, klopf, hallo. Klopf, klopf. Ja. Hallo. Leute, haben wir irgendwie einen Mod vergessen? Wieso? Hatten wir hier nicht den Ursus noch drin? Welchen Ursus? Ja. Den Rundballenladewagen. Der wird bei mir, ist bei mir irgendwie nicht mehr drin. Hatte ich den? Ah, den hat man nicht auf den Server hochgeladen. Stimmt. Ah, stimmt. Ja, das ist hier das drin. Gut, ich notiere mir das mal. Okay. Fehler gefunden, das ist schon mal wichtig. Gut, dass ich das schon mal erledigt hatte. Hattest du den gekauft? Nee, ich hatte den nur gemietet. Okay, dann passt er. Gut, das war schon. Ich dachte doch, da fehlt irgendwas. Aber das waren zwei Ursus. Was war das noch? Der das war einmal der Ballenwickler. Ja, genau, der Ballenwickler und. Ah, okay, Wickler und Ladewagen. Ach, apropos, wo du gerade mal hier bist. Bei der Ballentechnik, da hätte ich gerne die grünen Ballen. Die grünen, okay. Gut, passt. Dann haben wir das aufgeklärt. Okay. Bis später. Ja. Später. Bis später. So, stimmt nämlich, ja. Wir hatten eigentlich den Ballenladewagen drin, aber der ist weg. So, jetzt nehmen wir den hier. Das Problem ist natürlich, stimmt, grün hätten wir auch nehmen können, wäre auch cool gewesen. Moment, wie viel Leistung braucht denn der? 140 PS, ist ja gar nichts. Wir brauchen nämlich noch einen Traktor. Was ist mit dem Fendt auf der nächsten Stufe, 150 und Pflegebereifung.
kostet uns 5000. Dann machen wir das mal. So, Quallentechnik, den da. Und die Farbe schwarz, Mieten. Okay. Gut. So, das Problem mit den Rundballen ist natürlich, dass die Ballenpresse immer wieder stehen bleiben muss. Was hat denn der für hässliche Pflegebereifung da drauf? Naja. Mit dem Rundball muss man natürlich immer stehen bleiben, ja. Die Quaderballen laufen einfach so durch, sozusagen. Aber da bleibt uns leider nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen. Wir kriegen es trotzdem, denke ich, ganz gut hin. Wir müssen nämlich irgendwie... Ah, warte mal, jetzt kommt er hier auch mit Rundballen um die Ecke, oder was? Weil er sagt, Ballenfarbe hätte er gern die grünen. Macht er jetzt auch Silage? Ich glaube, wir müssen dem Lohnunternehmer mal so eine Schweigepflichtserklärung vorsetzen. Ja, dass der hier nicht ausplaudert, was wir tun. Zumindest nicht in der aktuellen Aufnahmesession. Nein! Oh Gott, viel zu schnell. So. Was ist denn das passiert? Warte mal, hier liegt auch noch ein bisschen was rum. Vielleicht kriegen wir das auch noch gleich mit. Oh yeah. Und viel ist es nicht, aber... Ich weiß gar nicht, ob man den extra wieder ablegen muss, den Ballen hier bei der Presse. Die sammelt sogar rückwärts. Eieiei. Legt man mit X ab? Ne. Mit was legt man ab? Mit Z. Gut, die ersten Ballen sind schon mal gepresst. Das sind schon ein bisschen heftige Lecks, wenn es dann darum geht, dass irgendjemand noch irgendwas kauft. Aber die lassen sich einfach nicht vermeiden. Also, ich muss auch den Ballen abladen, ja. So, dann werde ich mal hier gerade beenden. 200. Klopf, klopf. Ja. Hallo.
Hallo. So, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Ja, das geht so schnell. Ja, wie immer hoffe ich, dass ihr produktiv wart. Ich war es auf jeden Fall. Ich auch. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Oder alles zusammen. Und bis morgen. Ciao. Ciao. Tschüss.